Morsbach, ein kleiner Ort mit rund 3600 Einwohnern an der Südspitze des Oberbergischen Kreises und damit gleichzeitig an der Grenze des Landes Nordrhein-Westfalen zu Rheinland-Pfalz. Hier, im letzten Zipfel des Erzbistums, befindet sich eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, meist mit geistiger Behinderung und zudem mit körperlichen Beeinträchtigungen wie Epilepsie. Heute ist ein besonderer Tag für das Behindertenwohnheim St. Gertrud, denn der Kölner Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp ist hier zu Besuch mit einem straffen Programm. Neben der Begegnung mit den Bewohnern stehen heute auch Gespräche mit dem Leitungsgremium auf der Tagesordnung, wie hier beim gemeinsamen Mittagessen. Natürlich ist der Weihbischof neugierig und lässt sich von der Leiterin Heike Schmidt durch das Gelände führen. Aber Herz der Begegnung ist das Treffen mit den Bewohnern. Guten Tag. Hallo. Hallo, ja. Hallo, grüße Sie. Ja, Melanie, können Sie nur hören. Ja, Melanie sind Sie. Schöne warme Hände haben Sie. Guten Tag. Guten Tag. Schön, dass ich Sie mal hier besuchen darf. Aha. Ich möchte bitte Urlaub nehmen, ja? Hallo. Hallo. Guten, hallo. Erzähl mal, was haben wir zuletzt gemacht? Disco. Eine Disco. Eine Disco. Hey. Ganz viel Tanzen und lauter Musik. Und eine solche Begegnung prägt auch den Weihbischof. Es ist mir wichtig, einerseits auch zum Ausdruck zu bringen, dass ein solches Engagement ich sehr wichtig finde, gerade jetzt bei behinderten Menschen zu dokumentieren, die gehören zum Leben dazu. Und die Menschenwürde endet nicht bei den gesunden Menschen, sondern da gehören bei den scheinbar gesunden Menschen, sondern da gehören eben alle Menschen zu. Und das wirklich so hautnah hier zu erleben, bis hin zu so einer Äußerung von einer Betreuerin, die sagt, ja, es sind alles eigene Individuen und Persönlichkeiten. Das finde ich etwas sehr Bereicherndes. Natürlich toll. Natürlich wird auch ein solcher Arbeitstag eines Weihbischofs immer wieder durch wichtige Telefonate unterbrochen, bevor Dominikus Schwaderlapp seine kurze Pause in der hübschen kleinen Kapelle verbringen darf. Sehr schön. Die Kapelle. Das ist ein Teil meiner Visitation hier im Oberbergischen Kreis. Wir sind hier in Morsbach und das ist eine Behinderteneinrichtung, ein Behindertenheim mit 124 Plätzen, von jung bis alt. Die behinderten Menschen bleiben hier ein Leben lang, werden hier betreut in Wohngruppen. Und das Besondere ist, ich glaube sogar, das ist einzigartig für ein Bistum, diese Einrichtung wird getragen von einer Kirchengemeinde. Und ein solches besonderes Engagement wollte ich mir schon mal anschauen. Und so konnte ich eine Wohngruppe besuchen, war hier in der Kapelle, die ich mir angeschaut habe, habe mit der Leitung gesprochen und es war für mich sehr, sehr interessant. Im Anschluss steht noch der Besuch der Kindertagesstätte Regenbogen auf dem Programm, ebenfalls in Trägerschaft der Caritas. Dann schließlich geht es wieder zurück nach Köln.